1465 aus Berlin, Flugsteig 14. Arrivé Air France Ball 765 en provenance de Berlin, Position 14. Arrival Air France Flight 765 from Berlin, Gate 14. Franzose. Ah ja. Hier, bitte. Danke. Ihren Pass, wenn ich bitten darf. Ja, ich weiß. Das heißt, nein, wissen Sie, ich habe keinen. Ich habe ihn verloren. Das ist die ganze Geschichte, kurz gesagt. Das heißt... Verloren. Ja, das klingt doof, ich weiß, aber ich habe ihn in irgendeine Ritze gesteckt und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Ach, in eine Ritze? Ja, im Sitz oder irgendwo. Vielleicht habe ich ihn aber auch im Duty-Free-Shop verloren oder am Zeitungsstand. Jedenfalls haben Sie ihn nicht mehr. Ja. Dann kommen Sie mal mit. Sie behaupten also, dass Sie den Pass in Berlin noch gehabt haben? Na klar, sonst wäre ich doch gar nicht rausgekommen aus Berlin. Sie heißen? Susi Paschke. Wo wohnen Sie? Habe ich doch gesagt, in Berlin. Adresse? Altmorbid 6. Gilbert, komm mal zu mir. Hier, überprüf das und bring mir ein Foto. Ja, ja, lass dich durch das Original nicht verwirren. Tja. Und der Name Ihres Vaters? Ich glaube, Erich. Nein, Egon. Ja, schreiben Sie Egon. Ja, Altmoabit 6. M wie Michael. Moabit 6. Also, die Adresse stimmt. Worum geht's denn, Paris 274? Sie hat ihren Pass verloren und will nach Frankreich einreisen. Berlin 1A5. Seid da bloß vorsichtig, Paris 274. Das ist jetzt die neue Masche. Pass verlieren. Also, was schlagen Sie vor, Berlin 1A5? Keine Panik, Paris 274. Ich befrage Karlchen 6. Wer ist das, Karlchen 6? Unser neuer Computer beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Er weiß alles. Über alle deutschen Bundesbürger. Einfach alles. Über alle. Karlchen ist toll. Karlchen ist der Größte. Ah, da ist er ja schon. Auf Kanal 18 könnt ihr jetzt alles über Susi Paschke erfahren. Was ihr braucht, Paris 274. Danke, Berlin 1A5. Was soll denn das sein? Susi Paschke vor 27 Jahren. So ungenau haben wir es nicht wissen wollen. Liegt irgendwas Besonderes gegen Sie vor? Gegen jeden liegt etwas vor, auch gegen Sie, Paris 274. Sprechen wir lieber von Susi Paschke. Sie sind bestimmt Karlchen 6? Oh ja. Und das ist Susis erster Schultag. Sie hat Volksschulbildung, mehr nicht. Der Vater war nicht immer ganz nüchtern und die Mutter trieb sich rum. Mit 15 arbeitet Susi als Go-Go-Girl und unterschlägt dabei dem Finanzamt 80 Mark. Darauf schlägt die deutsche Steuerfahndung zu und kassiert 24 Mark und 17 Pfennig. Seitdem hören wir selbstverständlich ihre Telefongespräche ab. Ist etwas Bemerkenswertes dabei rausgekommen? Oh ja, sie hat ihrer Freundin anvertraut, dass ihre Oberweite in 3 Jahren um 5 cm gewachsen ist. Ihre Maße sind jetzt 92, 58, 87. Das ist natürlich streng vertraulich, Paris 274. Ja, aber deswegen können wir sie nicht aufhängen. Es kommt ja noch viel schlimmer. Wir öffnen neuerdings ihre Post. Und was stellen wir da fest? Sie hat abgenommen? Nein, aber Susi läuft Gefahr, eine Intellektuelle zu werden. Sie liest neuerdings richtige Bücher. Ach so, sie ist eine Linke. Ja, und vor ein paar Tagen hat sie ihrer Oma geschrieben, Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich, Susi Paschke, will mehr wissen. Na gut, dann lassen wir sie unauffällig beschatten. Was will sie eigentlich bei uns? Ihr Bruder Paul hat sie gerufen. Er arbeitet als Flugzeugmechaniker bei dem deutsch-französischen Jetbus-Unternehmen in Paris. Industriespionage vielleicht? Terrorismus? Nein, Geschirrabwasch. Oh. Pauls Frau Anna ist vor ein paar Tagen mit einem anderen Mann durchgebrannt und hat Ehemann Paul mit Tochter Lulu und Onkel Otto einfach sitzen lassen. Lulu ist erst 10 Jahre alt und Onkel Otto schon 60 und ziemlich beknackt. Und sagen Sie, wie viel hat sie das gekostet, diese Überwachung? $215.000. Oh la la. Das ist viel. Dann haben wir natürlich keine Fragen mehr. Wir lassen Sie also zu Ihrer Familie einreisen. Aber behalten Sie sie gut im Auge. Was glauben Sie denn? Bei einer Oberweite von 92? Darauf können Sie sich verlassen. Thank you.
sind sie. Mein Bruder Paul, seine Tochter Lulu und unser aller Onkel Otto. Meine liebe Familie. Und in einer Minute bin ich Hausfrau, Mutter, Köchin und Kindermädchen. Oh Gott, das überleben wir alle vier nicht. Hier wohnst du jetzt eine Weile. Lulu soll dir alles zeigen. Ich verpfeif mich wieder. Wo gehst denn hin? Ich muss wieder zurück in die Firma. Die haben mir gerade 2 Stunden freigegeben, um dich abzuholen. Mehr war nicht drin. Also ciao, bis heute Abend um 8. Wo ist denn Onkel Otto abgeblieben? Der geht ein bisschen spazieren. Ach, ja? Falls er in 10 Minuten nicht zurück sein sollte, geh ihn suchen. Im Park. Onkel Otto geht immer spazieren. Sag mal, wo ist denn Anna, ich meine Mutti, hingefahren? Weiß nicht, verreist. Und wann kommt sie wieder? Keine Ahnung, aber sicher bald. Naja, Paul wird's ja wissen. Nein, Papa weiß es auch nicht. Keiner weiß es, das macht Mutti immer so. Wieso, verreist Mutti öfters? Naja, so alle 1 oder 2 Jahre mal. Ich, Felix, sie geht irgendwas studieren. Das Leben, glaube ich. Soll ich rangehen? Klar, das ist jetzt dein Job. Aber quatsch nicht so lange wie Mutti immer. Ich hab Hunger. Hallo? Mademoiselle Paschke? Ja? Hier spricht Kommissar Alain Blondet von der Polizeistation in der Rue Logier. Von der Polizeistation? Otto Paschke. Kennen Sie den? Ja, das ist mein Onkel. Er ist hier. Auf der Polizei? Hat er einen Unfall? Nein, nicht unbedingt. Ja, aber was dann? Ich verstehe Sie nicht. Wir haben ihn eingesperrt. Eingesperrt? Um Gottes Willen, warum? Um seine Identität festzustellen. Wegen einer ziemlich unangenehmen Geschichte. Was für eine Geschichte? Er hat gegen die guten Sitten verstoßen. Gegen die guten Sitten? Ja, Sie kennen doch diese Typen, die im Park spazieren gehen, sich hinter den Bäumen verstecken. Sie wissen, wovon ich spreche. Nö. Na, hören Sie. Diese eigenartigen Männer, die heimlich die Liebespaare beobachten. Er beobachtet? Oh nein, er zeigt was vor. Ja, er war schon immer sehr großzügig. Im Klartext nennt man sowas einen Exhibitionisten. Ein Exhibitionist? Hallo? Hallo. Hallo. Mademoiselle, sind Sie noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich telefoniere nämlich gerade. Hallo. Mademoiselle Paschke. Hallo. Sagen, wie ich zur Rue Logier komme? Gleich nach vorne über die Straße. Ja, es ist nicht weit. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Mademoiselle, kann ich irgendetwas für Sie tun? Ich komme wegen Onkel Otto. Haben Sie angerufen? Habe ich mit Ihnen telefoniert? Ja. Wenn ich das gewusst hätte. Was gewusst? Ach, nichts. Gar nichts. Nichts Besonderes. Ich werde mich daran gewöhnen. Also gut. Sagen Sie, hat Onkel Otto auch einen Nachnamen? Ach so, ja, wie ich, Paschke. Er ist Otto Paschke. Kann ich ihn sehen? Ja, ja, selbstverständlich. George! Bring den Exhibitionisten! Wie haben Sie ihn genannt? Einen Exhibitionisten. Sie sagten aber am Telefon, Onkel Otto wurde eingesperrt, weil er gegen die guten Sitten verstoßen hat. Regen Sie sich nicht auf, es ist nicht so schlimm. Aber seine unanständige Zurschaustellung hat immerhin öffentliches Ärgernis erregt, wie wir das ausdrücken. Aber ich meine, was hat er gemacht? Wie soll ich das fragen? Also, was hat er zur Schau gestellt? Bestimmt nicht seinen Führerschein. Nein, er hat genau das zur Schau gestellt, was Sie sich denken, dass er zur Schau gestellt hat.
Oh. Dürfte ich Ihnen vielleicht einen Kaffee anbieten? Ja, sehr gern. Und wem hat er das, ich meine, sich zur Schau gestellt? Einer Politesse. Ja, wirklich. Ausgerechnet einer unserer Politessen. Kann sie das beweisen? Oh, ja, ja. Sie hat ihn fotografiert. Ich meine natürlich ihren Onkel. Fotografiert? Ja, in Farbe. Als er die Sache zur... Zur Schau stellte, ja. Oh. Darf die Politesse denn das fotografieren? Das haben wir noch nicht ganz geklärt. Wollen Sie die Fotos sehen? Nein, nein, wirklich nicht. Ich möchte bloß wissen, warum er es ausgerechnet für die Politesse gemacht hat. Und ich möchte wissen, warum ein Mensch sowas überhaupt macht. Und außerdem hat er es ganz bestimmt nicht für die Politesse gemacht. Nein, er hat es vor der Politesse gemacht. Aber warum ist sie nicht einfach weggelaufen? Warum hat sie noch fotografiert? Das dauert doch lange, oder? Ach, eine 50. Sekunde. Aber diese Details sind in dem Bericht nicht aufgeführt. Das glaube ich. Ich werde mich beschweren. Ich hole meinen Rechtsanwalt. Das ist typisch Polizei. Unschuldige Bürger einsperren. Und ich werde nichts zugeben, weil ich nichts getan habe. Na, hören Sie, Onkel Otto, erinnern Sie sich nicht mehr daran? Ich erinnere mich ganz genau. Aber ich gebe nichts zum Protokoll, sonst werten Sie es gegen mich aus. Ach was, mir können Sie es doch sagen, oder? Hm? Natürlich, das ist doch kein Geheimnis. Ich bin spazieren gegangen. Was bleibt einem Mann in meinem Alter schon übrig in diesem Leben? Man geht spazieren, man sitzt, man steht. Manchmal lehne ich mich auch an. An eine Wand, an einen Baum. So viel Abwechslung haben wir nicht, junger Mann. Gut, dann beantworten Sie mir eine Frage, Onkel Otto. Wo sind Ihre Hosen? Ich glaube, ich habe sie in die Reinigung gegeben. Das können Sie zu Protokoll nehmen. Susi, was machst du denn hier? Ich suche deine Hosen. Er hat sie in seinem Protokoll versteckt, aber mein Rechtsanwalt holt sie wieder raus. Es ist nett hier, findest du nicht auch, Susi? Und nicht so langweilig wie zu Hause. Ja, er weiß nicht, was er tut, da bin ich sicher. Aber Sie müssen auf ihn aufpassen. Wenn das nochmal vorkommt, müssen wir ihm seine Hosen festnähen. Können wir jetzt gehen? Ja, Sie müssen hier nur noch unterschreiben. Sie gehören doch zur Familie, oder? Ja, ich bin Susi Paschke. Mein Bruder Paul wohnt hier und Onkel Otto bei ihm. Ich bin heute erst in Paris angekommen. Paul Paschke? Selbstverständlich. Na, dann kennen Sie doch bestimmt auch Anna Paschke. Sie ist meine Schwägerin. Kennen Sie Anna? Oh, ja. Ja? Nicht so. Nicht persönlich, nein. Ein Freund von mir hat sie gekannt. Darf ich Sie dann mal was fragen? Aber selbstverständlich. Nicht jetzt, morgen oder übermorgen vielleicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich hol mir einen Joghurt. Ich kann keine Eier mehr sehen. Ich dachte, du könntest mittlerweile kochen. Sag bloß, die Spiegeleier sind nicht fantastisch. Sie sind sehr gut, Susi. Und endlich mal keine Rühreier. Und der Salat hat viele Vitamine. Ja, aber weder Essig noch Öl. Und darum schmeckt der Salat auch so wie ein Weihnachtspapier. Ach, reg dich nicht auf. Ich habe 3 Kochbücher dabei. Und es gibt nichts, was man nicht aus Büchern lernen kann. 3 Kochbücher hat sie dabei. Und wo waren seine Hosen? Lulu hat sie im Park gefunden. Nicht das erste Mal, dass er es macht. Aber er macht es nur, wenn er eine Frau in Uniform sieht. Eine Politesse, eine Krankenschwester, eine Nonne oder so. Wieso nur bei Frauen in Uniform? Vor einem Jahr, als wir in Urlaub waren, da haben wir ihn ins Heim gegeben. Und da hat ihn eine Schwester verführt. Und jetzt glaubt er, dass er sich immer ausziehen muss, wenn er eine Frau in Uniform sieht. Ich weiß, das ist nicht komisch, aber das Schlimme daran ist, man kann nicht mal mit ihm darüber reden, weil er gar nicht weiß, dass er es tut. Was willst du mit der Hose? Ich will ein bisschen spazieren gehen. Ich gehe doch jeden Abend nach dem Essen. Aber das ist doch schade, Onkel Otto. Wir sitzen gerade so schön zusammen. Bleib doch da. Es ist mein erster Abend in Paris. Sehr gern, Susi. Es ist nur... Was? Das erste Mal, dass man mich dabei haben will. Es hat geklingelt. Ich hab's gehört. Ja, ich komme ja schon. Oh, Susi, wa? Susi, wie? Entschuldigung, Dobner Obaczynski. Donna Antoria. Nein, Thomas Dobner Obaczynski. Ich bin Pauls Freund und Nachbar. Berliner, wa? Na klar. Na, dann kommen Sie doch hin, Herr Dobner Radzajkowski. Czinski, ich weiß, ist ein blöder Name. Aber sagen Sie lieber Tommy zu mir. Sag mal, sonst geht's dir gut, was? Ja? Was ist das denn?
ist heute Nachmittag bei uns abgegeben worden. Das sind meine Sachen, habe ich mit Bahnexpress schicken lassen, war mir mit dem Flugzeug zu teuer. Tja, wohin mit dem Klavier? In Lulus Zimmer. Susi schläft zunächst mal bei Lulu. Sind auch die Kochbücher drin? Ja, auch. Na, endlich! Soll ich die Kiste aufmachen? Na klar, wozu haben wir dich denn sonst? Mensch, Mann, Meier, eine ganze Bibliothek. Und keine Kochbücher. Sind ganz unten. Dracula, ist das dein Freund? Toll, Dracula. Seit wann stellst du dir Dracula auf den Nachttisch? Schon lange und noch so lange, bis ich weiß, warum. Und wieso steht da nur SF? Sigmund Freud heißt das. Ich habe kein Bild von ihm und SF genügt mir. Sigmund Freud? Ich habe einen Illustrator, das ein Bild von ihm will. Ich schneid's dir auf. Nein, ich will kein Bild von ihm. Wieso nicht? Weil ich nicht wissen will, wie der Mann aussieht, der mir ständig in meinem Unterkörper rumkrabbelt. Die Bücher packen wir am besten ins Wohnzimmer. Woody Allen, Einstein, Mao, Kennedy. Die hat vielleicht eine Mischung im Kopf. Wann willst du denn das bloß alles lesen? Also den Hemingway bis Weihnachten, den Martin Walser bis zu meinem Geburtstag und dann traue ich mich an Marcel Proust ran. Aber dafür brauche ich sicher ein ganzes Jahr. Sind ja 12 Bände. Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Mhm. Verstehst du das denn? Nö. Ja, warum liest denn dann so schwere Literatur? Na ja, ab und zu steht da mal ein Satz, den ich verstehe. Und das gibt mir dann unheimlich viel. Was? Na, neulich zum Beispiel, da habe ich so einen Satz von Shakespeare gelesen. Gott hat uns geschaffen, dafür schulden wir ihm den Tod. Wann wir diese Schuld bezahlen, ist egal. Und was hat dir der Satz gegeben? Na ja, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Hauptverkehr über die Straße gehe, dann denke ich, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich eine Rechnung bezahle. Lulu! Lulu! Wo hast du den Revolver her? Aus Susis Kiste. Aus Susis Kiste? Ach, reg dich nicht auf. Der schießt nicht, der knallt bloß. Sind nur Platzpatronen. Wozu hast du so einen Revolver? Gegen Bürokraten und Verwaltungsbeamte. Besonders bei der Post, beim TÜV, Finanzamt und Einwohnermeldeamt. Was? Du gehst bewaffnet auf die Post oder zum TÜV? Ja, wegen der Angst. Angst? Ja, ich habe einfach Angst. Wenn du auf so ein Amt kommst und fragst, entschuldigen Sie, ich möchte telegrafisch Geld überweisen. Wie mache ich das bitte? Dann brüllt der Beamte, können Sie nicht lesen, da steht's doch, Schalter 14, kaufen Sie sich eine Brille! Dann gehe ich also eingeschüchtert zu Schalter 14. Aber da zählt der Mann gerade sein Geld. Schön langsam. Und ich warte natürlich, weil ich ihn nicht stören will. Nach 5 Minuten denke ich, vielleicht hat er mich nicht gesehen. Und sage ganz vorsichtig, entschuldigen Sie, ich möchte... Da springt der Beamte auf und brüllt, haben Sie keine Augen im Kopf, ich bin beschäftigt! Ja, tja, da renne ich dann immer raus und heule. Aber seit neuem nimmst du die Kanone und ballerst den Mann einfach ab, was? Nee, jetzt habe ich die Waffe in der Tasche. Und wenn so ein Typ mir krumm kommt, wie neulich der beim TÜV, dann schlage ich mir den Kragen hoch wie Humphrey Bogart, greife langsam in meine Tasche und da spüre ich das kalte, harte Ding. Dieses feuerspuckende Explosionsdonnerwetter. Und langsam wandert mein Finger an den Abzug. Und ich denke bei mir, noch ein freches Wort, mein Kleiner, dann lege ich dich um. Tja, und dann ist die Angst vorbei. Ich erledige meinen Kram und fahre nach Hause. Mann, oh Mann, ich habe richtig Angst gekriegt. Ich auch. Na, das glaube ich. Jetzt ist aber höchste Zeit, ab ins Bett. Immer ich, immer ins Bett. Wir gehen ja auch gleich. Spielt ihr nachher auch noch Gute Nacht, Lulu? Ja, wir spielen nachher noch Gute Nacht, Lulu. Oh, fein. Spielt ihr das immer noch? Ab und zu. Aber jetzt, seit Anna weg ist, fast jeden Abend. Damit sie nicht dauernd so viel fragt. Wer fragt, begeht keine Indiskretion. Wer antwortet meistens. Was ist denn jetzt passiert? Ach, das ist nur mein Ding-Dong. Dein Ding-Dong? Nun, denkt nicht schon wieder Wunder was. Ist doch bloß eine Erregungsautomatik. Erregungsautomatik? Ja, habe ich mir einbauen lassen. Das da, das ist der Fühler. Der misst meine Herztätigkeit. Und das Kabel da geht runter zum Computer. Und der hat einen Sender. Und sobald mein Herz bei so einer Erregung schneller schlägt oder heiß wird, macht's bei mir Ding-Dong. Das ist gut. Ding-Dong ist unheimlich gut. Ja, finde ich auch gut. Wie bei der C21. Oh, die C21. Aber was hat denn das Ganze für einen Sinn? Für schwache Herzen. Das Ding-Dong zeigt Stress an. Erhöhung des Blutdrucks. Und das ist wichtig, damit die Herzschrittmacher richtig eingestellt werden können. Hast du ein schwaches Herz? Nee, ich bin eine Testperson für eine Computerfirma in Berlin. Ich habe da auf so eine Annonce geschrieben und sie haben mich genommen. Ich kriege 50 Mark die Woche. Und was musst du dafür tun? Immer aufschreiben, wann und warum es bei mir Ding-Dong macht. Und warum hat es vorhin Ding-Dong gemacht? Weil Onkel Otto gesagt hat, Fragen sind niemals indiskret, nur Antworten sind es zuweilen. Den Satz kenne ich. Er ist von Oscar Wilde. Und das hat mich erregt. Macht es auch Ding-Dong, wenn man... Wenn man was? Ja, wenn man was? Naja, wenn man Ding-Dong macht...
wenn man so ein gewisses Ding-Dong spürt, so... Ja, was ist denn, wenn man so ein gewisses Ding-Dong spürt, hä? Na ja, du weißt doch schon, was ich meine. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Nicht so laut, ist mir doch peinlich. Wieso ist dir das peinlich? Du liest doch auch Comics und Comics sind dir doch auch nicht peinlich, oder? Ach komm. Nun habe ich ihn also, den undankbarsten Job der Welt, Hausfrau. Ein Job ohne Ruhm, Ehre, Rente, Aufstiegsmöglichkeiten, ohne Streikrecht. Dazu noch schlecht bezahlt und die Überstunden sind im Preis mit drin. Morgen, Susi. Meine Schwägerin Anna hat ihren Haushalt offensichtlich individuell organisiert. Wenn sie das Nachthemd tiefkühlt und die Milch im Abfall versteckt, lagert sie die Eier bestimmt in der Schublade. Und wenn ich jetzt richtig weiter kombiniere, dann müsste das Öl im Backofen sein. Fabelhaft. Annas Unordnung hat System. Bis jetzt kann ich nichts Nachteiliges über sie sagen, außer, dass sie Paul verlassen hat. Wenn ich mir allerdings jeden Morgen sein Jubelgesicht ansehen müsste, würde ich wahrscheinlich auch Reis ausnehmen. Ein Mann hat's aber auch zu schwer. Jeden Morgen muss er schlecht gelaunt sein, muss sich bedienen lassen und das Schlimmste, er muss Zeitung lesen. Und das jeden Tag. Wie viel schöner haben es da wir Frauen. Wir brauchen uns nur zu bücken und schon dürfen wir den Fußboden auflecken. Das Schicksal meint es also gut mit uns. Die Männer helfen auch noch mit, indem sie Putniks für uns erfinden. Denn mit Putniks ist jeder Bodenputz das reinste Honiglecken. Wie findest du den Fußboden? Glänzt toll, was? Aber er hat Ränder und da hinten schliert es. Das kann nicht sein. Was kann nicht sein? Ich habe Augen und meine Augen sehen, dass der Glanz da Ränder hat und schlieren. Und ich habe auch Augen im Kopf. Und die lesen hier, dass Putniks keine Ränder und keine Schlieren macht. Susi, ich bin dein Bruder Paul, okay? Und ich sehe auch, dass das Bild auf der Putniksdose keine Ränder hat. Aber da, der Boden, der hat Ränder. Und jetzt lass uns frühstücken. Aber Paul, die Leute, die Putniks machen, das sind Wissenschaftler und Chemiker. Und die verkaufen davon 100.000 Dosen pro Tag. Also auf wen soll ich jetzt hören? Auf die oder auf dich? Das ist mir wurscht. Hauptsache, ich weiß, dass dein Glanz da Ränder hat. Und Schlieren. Vielleicht sind das gar keine Schlieren. Vielleicht ist das nur kein so ganz toller Glanz, hm? Mist, jetzt sind die Eier angebrannt. Warte, ich mach schnell neue. Ich denke, Spiegeleier sind deine Spezialität. Ja, aber nicht, wenn der Fußboden schliert. Hättest ja auch aufpassen können, statt deine blöde Zeitung zu lesen. Logisch, jetzt bin ich schuld. Ich wette, Anna hat es auch gehasst, dass du morgens Zeitung liest. Ich will jetzt nicht von Anna sprechen. Außerdem ist sie bestimmt nicht mit dem Kerl abgehauen, nur weil ich Zeitung gelesen habe. Bestimmt nicht. Der wird sicher auch manchmal Zeitung lesen. Bestimmt. Sie können es ja schließlich nicht 24 Stunden machen, oder? Nein, so viele Zeitungen gibt es doch gar nicht. Ach Quatsch, ich meine doch, dass Sie das nicht 24 Stunden machen können. Ach so, das? Doch, das können Sie sicher 24 Stunden machen. Natürlich nur, wenn Sie zwischendurch meine Zeitungen lesen. Eben. Auch der beste Mann ist letzten Endes nur ein Mann. Oh, mein schöner Toast. Ich hasse Toast. In Frankreich isst man morgens Baguette. Baguette? Was sind denn das für komische Dinger? Um Himmels Willen doch nicht so. Gib her. Sag mal, bist du eigentlich sicher, dass Anna mit einem anderen Mann abgedingst ist, hm? Sicher ist, dass wir alle eines Tages sterben werden. Uns ist überhaupt nicht sicher. Ach Mensch, wieso haben die Pariser auch so lange Dinger? Ach, jetzt ist mein Kaffee auch noch futsch. Ich kann hier in der Kantine frühstücken. Hallo, meine lieben Paschkes. Habt ihr auch so toll gepennt wie wir? Susi, das ist Joko, die Wonne meiner Nächte, der Glanz meiner Tage. Und Joko, das ist die verrückte Susi. Sayonara. Susi, Sayonara heißt auf Wiedersehen. Es gibt Schlimmeres. Komm, wir müssen okay, gehen. Okay, gehen wir. Ah, Schaumkaffee. Wir waren immer noch mit Wasser. Wir können uns das nicht leisten. Tschüss, ihr Süßen. Sayonara, mein asiatisches Geheimnis. Na ja, nun komm schon. Bin schon unterwegs.
Joko, sind das Ränder und Schlieren auf meinem Hochglanzfußboden oder haben Paul und ich Halluzinationen? Bei uns zu Hause sagt man, der Himmel wird erst schön durch einige Wolken. Und bei uns zu Hause sagt man, das ist glatter Beschiss. Es ist im Küchenschrank. Ach, im Schrank. Diese Anna. Bei Paschke? Susi Paschke? Genau die. Alain Blondin. Kenne ich sie oder muss ich sie erst kennenlernen? Eine 50stel Sekunde. Sagt Ihnen das was? Aha, Sie sind der, der immer hinter den schlechten Sitten herrennt. Sagen wir es gleich. Haben Sie gute Nachrichten oder schlechte? Ausgezeichnete. Ich habe heute Nachmittag frei. Ach, wie wunderbar. Und da wollen Sie mir sicher Paris zeigen. Um ehrlich zu sein, genau das wollte ich. Und Ihre Wohnung auch? Die würde Ihnen nicht gefallen. Na gut, dann gehen wir eben in ein kleines, verschlafenes Hotel. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein, ich möchte Sie was über meine Schwägerin Anna fragen. Um 4, okay? Ich versuch's einzurichten. Dufte. Die ist kein Kind von Traurigkeit. Schopenhauer hat gesagt, das Leben ist ein Pensum zum Abarbeiten. Da hat er ganz schön untertrieben. In Wahrheit ist es eine Schufterei. Meinem Bruder soll ich die Frau ersetzen, seiner Tochter die Mutter und unserem Onkel den Babysitter. Und wenn ich dabei Essig und Öl vergesse, ist das Geschrei groß. Gegenfrage. Wer ersetzt mir den Mann? Wer macht mir das Kind? Wer zeigt mir den Weg? Und wer kocht mir die Bratkartoffeln? Antwort? Jeder ist seines Glückes Schmied. Das finde ich ein bisschen viel für 47 Kilo. Ihr kommt noch ganz groß raus, ihr werdet sehen. Und jetzt schmeißt euch schnell ein Sandwich hinter, die Mittagspause ist gleich um. Okay, hört mal zu, Jungs, nächste Probe, Mittwoch um 6. Blöde Idee mit einem Firmenorchester. Die anderen machen Mittagspause und wir glatzen uns hungrig. Paschke, der Jetbus mit der Macke an der Hydraulik ist gerade reingekommen. Fang gleich an damit, die brauchen den Vogel übermorgen wieder. Ich habe aber zu Lombardi gesagt, wir sollten erstmal damit fliegen. Die Schwingung tritt angeblich erst bei 6000 auf. Heute streiken die Fluglotsen. Schon wieder? Ja, du bist nicht in Deutschland, mein Freund. Na los, beeil dich. Okay, du, Paul. Hä? Aus unserer Jetbus-Band mache ich das Gleiche, was Günter Noges aus seiner Bundeswehrband gemacht hat. Ein Knaller. Ach, du hast eine Meinung. Wir nennen uns schlicht Jetbus. So wie Santana oder Abba. Einfach Peng, Jetbus. Na, wechsel da den schon mal einen Öldruckfilter. Ich muss beim 418er noch den Rechner einstellen. Du, Paul. Joko macht schon die Texte für unsere erste Schallplatte. Steig in den Jetbus der Liebe, fliege mit ihm nach Hawaii. Toff, toff. Wie findest du das? In welchem Jahrhundert lebt ihr eigentlich, du und Joko? Ich weiß, du hältst uns für altmodisch, aber du siehst ja, wo dich das moderne Leben hinschleudert. Anna ist weg. Susi ist zwar ein dufter Zahn, aber sie zitiert auch schon Shakespeare. Und was ist so schlecht an Shakespeare? Er ist klasse, aber so weit da oben. Joko liest ab und zu mal ein bisschen Simmel. Er und ich, das genügt dir. Da macht's pausenlos Ding-Dong und Ding-Dong macht Joko glücklich, verstehst du? Ding-Dong löst alle Probleme, Paul. Ja, bei allen, die geistig unterbelichtet sind, wie du, hä? Progressiv ist eine schöne Sache, aber ich könnte heulen, wenn ich sehe, wie deine dufte Schwester mit dem Revolver rumrennt und nach dem Sinn des Lebens sucht. Glaube mir, mein Junge, das Zentrum einer Frau liegt weiter unten. Susi braucht einen Kerl. So, da bin ich. 30 Sekunden zu spät, tut mir leid. Mit dem Motorrad? Klar, ich wollte Ihnen doch Paris zeigen. Mit dem Auto geht das nicht mehr. Bei dem Verkehr kommt man nur noch zu Fuß, mit der U-Bahn oder mit dem Motorrad durch die Stadt. Na dann mal los. J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif. Voilà der Arc de Triomphe. J'ai vu Paris se déniaiser, Paris bistrot, Paris les potes.
Paris, les filles qu'on bécote. Und da drüben, da kommt ihr gleich zur Place de la Concorde. Da, schön. Paris, Gamberge, Paris, Vinberge, Paris, je t'emmène en goguette. Sur mon cadre de bicyclette. Das ist ja ein riesen Platz. Ja, das kann man wohl sagen. Paris, les bouges, Paris, vin rouge, Paris, oisif, Paris, les bauches. Mais aussi und das da ist Paris, der Louvre. Au seuil des usines gardées. Und lächelt. Mensch, ist das schön hier. Sieht alles aus wie im Fernsehen. Das Ding habe ich schon oft gesehen. Und was ist das da? Na, das ist der Louvre. Fahren wir weiter? Ja, aber nicht so schnell. Ich sehe sonst nichts. J'ai vu Paris le poing brandi et l'âme révolutionnaire découvrant son front populaire. Paris, descendre dans Paris. Hilfe, was ist hier auf? Ich muss hier runter, die vielen Omnibusse versperren uns die Sicht. Von hier sieht man sie, Notre-Dame. J'ai vu Paris se passionner pour un roi lui rendant visite. Un condamné qu'on décapite. Une invention, un mot d'esprit. J'ai vu Paris s'époumoner à chanter un air à la mode. Au fond, mon cul sur la commode. Mais par malheur, j'ai vu aussi Paris la guerre, Paris misère, Paris décomposé qu'on viole. Paris, und wer singt das Lied? Vaincu, souffrant et humilié. Paris la grande, Paris la fronde. Paris courage, und wie heißt die Brücke da? Die mit den schönen Lampen? Da muss ich erst auf einer Postkarte nachlesen. Et en Berne, aber nicht vergessen! Paris Londres parachuté. J'ai vu Paris jouer sa vie. Paris ras-le-bol des brimades. Et juché sur ses barricades. Paris redevenir Paris. So, da ist der Eiffelturm. Wo? Na da, hinter dem Betonmischer. Ach da. Entweder versperren einem Omnibusse Gesicht oder Touristen. Oder Betonmischer. Mann, ist der schief. Schneller, Mademoiselle, wir hatten den ganzen Verkehr auf. Ich komm ja schon. Tut mir leid. Ganz schön hektisch hier. Fertig? Ab die Posten. Paris d'hier et de toujours, Paris 20 siècles de jeunesse. Pour tous tes amants, tes maîtresses, tu restes le plus grand amour. Anhalten, halt! Sagen Sie mal, das war wohl ein bisschen schnell, was? Ach, Sie sind das? Ich wusste nicht, dass Sie die Einheit gewechselt haben. Sie sind jetzt bei der Kavallerie. Das war Paris in 36 Minuten. Ein Schnellkurs für Anfänger. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten haben Sie gesehen. Für den Rest brauchen Sie ein Jahr. Wieso fahren Sie als Polizist so schnell? Sie wissen doch, dass es verboten ist. Irgendwie ist das schon verständlich. Denn Polizist zu sein, heißt heutzutage 8 Stunden am Tag den Leuten zu sagen, dies ist verboten und das ist auch noch verboten. Schrecklicher Beruf, nicht? Ich weiß nicht. Nur, wenn ich den ganzen Tag über bestrafe, muss ich am Abend auch ein bisschen die Gesetze übertreten, damit ich mich wieder wohlfühle, aber nicht... Tja, wollen Sie einen Kaffee? Mhm. Zwei Kaffee. Zwei Kaffee. Und Sie, was machen Sie im Leben? Ich weiß noch nicht. Meine Seele ist noch in der Pubertät. Ich war Tänzerin, Näherin und Sekretärin. Jetzt fehlen mir nur noch Bundeskanzler, Komponist und Philosoph. Danach werde ich mich entscheiden. Ich finde, die Menschen entscheiden sich sowieso viel zu früh für ihren Beruf, viel zu früh für alles. Wie zum Beispiel Anna. Was wissen Sie von meiner Schwägerin Anna? Deswegen sind wir ja schließlich hier, oder? Entweder er weiß wenig oder er ist Kavalier und schweigt. Jedenfalls spricht er gut über Anna. Aber das sagt gar nichts, denn jetzt bietet er mir auch schon das Du an. Sie sind schnell, diese Franzosen. Himmel, ich habe vergessen, das Abendessen einzukaufen. Allah, rette mich, sonst gibt's heute Abend schon wieder Rühreier. Meine Mutter sagt immer, am Anfang rennen die Männer ja noch für uns Frauen. Aber dann, nach dem ersten Dinglung, bleiben sie meistens stehen und lassen uns für sie rennen. In dem Moment sollte man die Typen blitzschnell wechseln. Ich sehe hier alles, bloß keine Lebensmittel. Nur keine Panik. Hey, da, im ersten Stock. Die Lebensmittelabteilung, dort hinten. Ich muss noch telefonieren, wir treffen uns dann hier. Gut, ich brauche nicht lange.
Aber beeilen Sie sich, wir schließen. Mhm. François? Alain, hör mal, ich schaff das nicht heute Abend. Ihr müsst leider ohne mich spielen. Na klar, versteht sich von selbst. Was denn sonst? Ja, ja, sehr hübsch, sexy. Alles, was du willst. Ein bisschen verdreht, sie spielte Intellektueller, aber es wird trotzdem klappen. Also dann, bis morgen. Ich muss jetzt ins Bett. Salut. Es hat geklappt, Gott sei Dank. Nur Fische habe ich nicht bekommen. Dafür Zitate von Schopenhauer. Ist das nicht toll, wo wir doch gerade davon gesprochen haben? Zitate von Schopenhauer? Ja, da vorne an dem Stand. Eigentlich wollte ich mir einen Stadtplan von Paris kaufen, aber mit Schopenhauer findet man sich sowieso besser zurecht im Leben. Also ich liebe Schopenhauer, wenn ich nur wüsste, wer er ist. Keine Witze. Um Himmels Willen, was ist das? Ladenschluss, wir haben nicht aufgepasst. Jetzt sind wir eingeschlossen. Heißt das, wir müssen bis morgen früh hier bleiben? Ja, ich fürchte schon. Unmöglich. Onkel Otto, Paul und Lulu. Sie haben zu Hause kein Abendessen. Wir müssen raus hier, schnell. Hey, langsam, Augenblick. Psst, nicht so laut, bitte. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein, sonst hält man uns noch für Ladendiebe. Was bimmelt da? Die Alarmanlage. Alarm? Wegen uns? Nein, das glaube ich nicht. Aber wir müssen verschwinden. Verstecken wir uns im Bett. Du spinnst. Gleich kommen die Nachtwächter hier vorbei, dann kriegen wir Ärger. Also schnell ins Bett. Wir müssen uns ausziehen, sonst fallen wir denen sofort auf. Das ist Erpressung! Na los, 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 los! Schnell, schnell, schnell! Tolle Tricks hat der drauf, der Polizist. Genau genommen sieht er aus wie einer von der Mafia. Aber die beiden sollen ja sowieso miteinander verwandt sein. Hoffentlich benimmt er sich nachher wenigstens wie ein Mönch. Sonst muss ich mich wehren wie eine alte Jungfer. Damit er nicht denkt, ich sei ein leichtes Mädchen. Mein Gott, wie schwer ist es, anständig zu bleiben. Ohne dass der andere gleich denkt, man wäre langweilig. Brauche ich mich nicht zu entscheiden. Denn langweilig will ich nun auch wieder nicht sein. Was ist das? Die Alarmanlage, die hat sicher noch Kontakt. Besser, wir sehen nach. So, jetzt sind sie weg. Ich habe Angst, Alain. Diese Spieluhr hätte uns fast verraten. Welche Spieluhr? Hast du das nicht gehört, dieses Ding-Dong? Hier muss irgendwo eine Spieluhr herumstehen. Ja, das wird's wohl sein. Wie fühlst du dich? Miserabel. Was hast du gespürt, als ich dich geküsst habe? Nichts. Nichts? Es hat noch nicht mal Ding-Dong gemacht. Ding-Dong? Ach, so ein deutsches Sprichwort. Was ist jetzt wieder? Das geht dich nichts an. Und bille dir bloß nichts drauf ein, Alain Blondet. Wenn mein Busen Ding-Dong macht, hat das nichts mit dir zu tun. Liebe und Triebe sind zweierlei. Psst, die Nachtwächter. Das war falscher Alarm. Ja, du hast recht wie immer. Weit und breit nichts zu sehen. Gehen wir in die Lebensmittelabteilung. Meine Frau hat gesagt, ich soll Spaghetti und Kaviar mitbringen. Ausgezeichnete Idee. Tja, jetzt werden wir wohl nicht mehr gestört. Bis hierher und nicht weiter, Herr Kommissar. Da kommt schon wieder jemand. Du hast wieder nicht aufgepasst, du Vollidiot. War dein Fehler, du hast die Alarmanlage ausgelöst. Da hinten ist das Büro. Kommt nicht in Frage, den Safe danken wir später. Die Nachtwächter holen sicher die Polizei. Wir verschicken uns in ihr Bett. Schmeiß die Puppen raus. Nichts wie weg. Schnell, schnell. Das ist ein Scheißbüro, darf ich? Ja, ja. Ich bin gleich wieder da. Dieser Beruf macht mich noch krank. Eine Meisterleistung, wie ich eben mit dem Revolver die eiserne Jungfrau gespielt habe. Aber jetzt nichts wie weg, bevor ich bei der nächsten Polizeiübung vielleicht doch noch Ding-Dong mache.
gemacht. Was geht hier vor? Bravo, Alain, prima. Aber wieso sind Sie überhaupt hier im Schlafanzug? Wahrscheinlich eine Weibergeschichte. Oh nein, Herr Hauptkommissar, keine Weibergeschichte. Ich habe diesem Herrn da Nachhilfestunden in Philosophie gegeben, weil er nicht mal weiß, wer Schopenhauer ist. Und jetzt bleiben Sie alle ganz ruhig hier stehen und ich gehe nach Hause. Und wenn einer mir nachläuft, den knall ich über den Haufen. Schönen Abend noch. Jammer, schade. Und dabei hat es so gut angefangen. Onkel Otto, wo kommst du denn noch her mitten in der Nacht? Susi, wie schön, dich zu sehen. Ich habe eben noch einen Mondscheinspaziergang gemacht. Und wo ist deine Hose? Ach, die habe ich wohl eben in die Reinigung gegeben. Um die Zeit ist nicht so viel Verkehr. Da dachte ich besser jetzt als morgen früh. Das war der Blitzer. Quatsch, hier könnte dein Vater. Egal, es blitzt doch ganz schön bei. Ah, da bist du ja, Susi. Wie siehst du denn aus? Das erkläre ich euch nachher. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich mache euch gleich was zu essen. Wir haben schon gegessen. Und Lulu schläft schon. Was habt ihr denn gegessen? Wie immer. Rühreier. Ich mache auf. Wer kann das sein, jetzt mitten in der Nacht? Das weiß denn ich. Onkel Otto, wo ist deine Hose? In der Reinigung. Nein, nicht schon wieder. Findest du das komisch? Hier 0017 Susi Paschke. Ist dort die Computer AG Berlin? Ja. Bitte die Versuchsabteilung Herrn Knolle. Hier Knolle. Herr Knolle, hier ist 0017. Also gestern 20.45 Uhr, erstes Ding-Dong aus intellektueller Freude. Dann heute das zweite Ding-Dong um 19.30 Uhr aus Angst vor Nachtwächtern. Und ein paar Minuten später, sagen Sie, müssen die das so genau wissen? Ganz genau. Also, da hat das Ding-Dong gemacht, weil er mir an den Busen gefasst hat und dann hat er um 10:30 die Hosen verloren. Also, ich meine, er hat sie gefunden. Das war Onkel Otto, der sie verloren hat. Also, wie auch immer. Ich hätte nie geglaubt, dass es bei den Menschen so oft Ding-Dong macht. Und wie geht's weiter? Was? Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Kannst du Nakun Zahn ziehen? Nein. Kannst du Aida singen? Nee. Kannst du Blumenvasen blasen? Nee. Auch nicht Halbtag? Auch nicht Halbtag. Siehst du, wie wenig du kannst? Bonjour. So, das ist für alles, was bisher zwischen uns war. Jetzt können wir noch mal von vorne anfangen. Aber ich habe nicht so viel Zeit, junger Mann. Ich brauche den Führerschein morgen. Was, morgen? Na gut, also übermorgen, wenn Sie nicht so schnell unterrichten können. Jetzt sind wir in voller Fahrt. Los, weiter! Sardinen, Besen, Erbsen! Sardinen, Besen, Erbsen! Ich kann's! Du fährst schon über 100, aber mach mal das Fenster zu, es zieht hier hinten. Hey, du Idiot, das ist mein bester Freund! Idioten! Also pass auf, du vergisst Musik, Wein und Kerzen. Ich küsse dich jetzt und wenn es bei mir Ding-Dong macht, dann sehen wir weiter.